Hallo miteinander. Heute geht's auf einen Trip zusammen nach Denia an der Costa Blanca. Ja, mein Name ist Oliver. Wenn es euch gefällt, was ich euch zu zeigen habe, hinterlasst bitte einen Daumen nach oben. Und ja, jetzt geht's eigentlich schon mitten gleich rein. Viel Spaß dabei. Denia hat auf jeden Fall eins anzugeben, nämlich wirklich eine wunderschöne lange Strandpromenade, die von Las Rotas reingeht bis in den Osten. Und auch wahnsinnig viele lange Sandstrände, auch mit deren Qualität nicht streiten kann. Ja, der Hafen ist definitiv beeindruckend. Es scheint wirklich nicht aufzuhören. Die einzelnen Piers sind wirklich überladen mit Vergnügungsmöglichkeiten, Buden, Spieleparks für Kinder. Man hat hier natürlich auch die Möglichkeit, nach Mallorca oder Ibiza überzusetzen. Fahrradfahren entlang an der Küste in Denia ist auf jeden Fall extrem spaßig. Man sollte es im Sommer möglichst früh machen, weil es später halt einfach zu heiß wird. Trotzdem. Man kann bequem hier fahren. Die haben das super ausgebaut, finde ich. Sehr viel Rücksichtnahme drauf, dass die Leute an den Strand wollen, dass die Leute vielleicht ein Fahrrad benutzen wollen oder ein anderes Mittel. Ganz wenig verbaut außer im Hafenbereich. Ja, und jetzt sind wir im Touristenteil von Denia eingelangt. So sieht es eigentlich wahrscheinlich überall aus in der Costa Blanca, wenn es um Tourismus geht. Einfach Blocks und Strand. Ja, und für die Kids gibt es natürlich auch ein Wasserparadies. Unglaublich, aber war gerade noch in Kroatien gesehen, hier auch am Start. Ja, und so sieht's aus hier im touristischen Teil von Denia. Ich werde jetzt wieder umkehren Richtung Altstadt und dann auf die Burg hochfahren, die einen wunderschönen Ausblick bietet. Der Weg hoch zum Kastell ist eigentlich relativ einfach. Man kann alles mit dem Fahrrad machen. Man findet mehr oder weniger schon automatisch hin. Ganz viele süße kleine Gässchen, viele Cafés, also ein schöner Platz eigentlich, um abends auch rauszuhängen. Aber wie gesagt, im Moment möchte ich jetzt erstmal auf die Burg, die über allem ragt. Was ich immer wieder unglaublich finde, ist, wenn man im Hintergrund in Denia diesen einzigartigen und riesigen Berg sieht, der die Stadt umfasst auf eine gewisse Art und Weise, zumindest sehr, sehr attraktiv macht. Ja, wer hier beim Castello irgendwas besonders Sensationelles erwartet, ist, glaube ich, fehl am Platze. Da ist die Burg wirklich 3 Euro Eintritt wert. Es ist sehr rudimentär, es ist nicht viel aufgebaut. Es ist kein historisches Weltkulturerbe, aber ich bin aber mit dem Schatten von daher mal glücklich. Ich genieße einen tollen Ausblick auf diesen wunderschönen Berg da drüben und freue mich auch gleich, das Meer immer mehr zu sehen. Ja, ich finde, es ist die 3 Euro Eintritt wert, auch wenn es nichts Besonderes ist. Alter römischer Flottenstützpunkt, wurde später von den Westgoten erobert und danach von den Mauren, und während der Maurenzeit erreichte Denia eine absolute Blütezeit. Hier der Blick auf den Weg durch die Altstadt, auf dem man zum Kastell hochkommt, und wenn ich jetzt nach rechts schwenke, sieht man ein bisschen das Denia Hinterland und auch schon fast ein bisschen Industrie. Nach dem Krieg war Denia ein Versteck für einige bekannte NS-Kriegsverbrecher. Ja, und ich begreife, warum es gerade eben wirklich wert war, doch hier diese Festung hochzugehen, weil der Ausblick hier ist absolut faszinierend. Man sieht im Hintergrund noch das Stadtzentrum Las Rotas und einfach eine richtig prachtige.
Burg wurde übrigens im 11. 12. Jahrhundert auf den Resten einer römischen Anlage gebaut und dann weiter ausgebaut und im Spanischen Erbfolgekrieg leider zerstört. Und seitdem auch nicht mehr wirklich aufgebaut. Und natürlich gibt es hier oben auf der Burg, dem Castello, natürlich auch ein sehr, sehr nettes Café, wo man diesen fantastischen Blick genießen kann und auch noch was trinken kann. Man sieht hier ganz ordentlich Berge, Berge, Berge. Ich würde jetzt erstmal ans Skifahren denken, aber ich glaube, das ist hier nicht möglich. Das Castell ist auf jeden Fall ein wunderbarer Aussichtspunkt, egal auf welche Seite von Denia, und sollte auf keinen Fall beim Besuchsprogramm fehlen. Und noch eine ganz kurze Sache speziell nebenbei. Ich finde, das sind ja wirklich fahrradfreundlich. Ich fahre hier wie ein Verrückter durch die Gegend, die passen alle auf die Autofahrer, das ist fantastisch. Und gerade musste ich mal kurz absteigen, weil mir die Polizei entgegengekommen ist. Aber die hätten sich wahrscheinlich auch nicht beschwert, wenn ich entgegen der Fahrtrichtung fahre. Das ist halt eben vielleicht nicht ganz so streng alles wie in Deutschland. Schön ist es. Ganz ehrlich, natürlich hat Denia jetzt nicht so wahnsinnig viel irgendwie Kulturelles zu bieten. Da gibt es sicherlich andere Städte. Aber der Strand ist wunderschön, der Erholungsweg ist großartig, die Leute sind unheimlich höflich und freundlich. Ich dachte, ich hätte schon viel mit Spanien zu tun gehabt, aber ich bin immer wieder von Neuem aufs Positive überrascht.